Laura Müller, Christian Pollank packt über Letztens Reise aus. Sie wollte einfach nicht mehr. Christian Pollank tanzte 2020 bei Let's Dance mit Laura Müller. Am Ende landeten sie auf Platz 6, doch der Profitänzer ist überzeugt, sie hätten unter einer Bedingung auch gewinnen können. Laura Müller, Let's Dance-Tanzpartner Christian Pollank zeigt sich begeistert von ihr. Es war eine große Überraschung, als Laura Müller, 23, 2020 für die 13. Staffel von Let's Dance als Kandidatin angekündigt wurde. Viele kannte die junge Influencerin nur als Freundin von Michael Wendler, 52. Doch in der Tanzshow stand Laura auf einmal im Vordergrund und Deutschland konnte sie so richtig kennenlernen. Schnell konnten die ZuschauerInnen feststellen, in der TV- und Social-Media-Bekanntheit steckt ein echtes Tanztalent. Dies sah auch ihr Tanzpartner Christian Pollank, 46, so, denn in seinem Podcast Let's Talk About Dance schwärmte der Profitänzer kürzlich von Laura. Laura Müller war für mich die talentierteste Dame, mit der ich jemals getanzt habe. Auch wenn Christian ein großes Potenzial in seinem Schützling gesehen hat, reichte es am Ende leider nur für Platz 6. Der Profitänzer hat auch eine Vermutung, warum das Tanzpaar so zeitig ausschied. Christian Pollank, er glaubt, Laura hätte die Staffel gewinnen können. Die Basis, um bei Let's Dance so richtig durchzustarten, hatte Laura Müller laut Aussage von Tanzpartner Christian Pollank also. Was ihr allerdings fehlte, war wohl die richtige Einstellung, so erklärte Pollank in seinem Podcast. Sie wollte einfach nicht mehr. Ich habe noch nie so wenig trainiert, aber das muss man auch akzeptieren. Die Tatsache, dass Laura die Choreos innerhalb von 90 Minuten gelernt hatte, nützte leider auch nichts. Denn schließlich kommt es bei Let's Dance auch auf die Feinheiten an. Dass sie auf jene nicht viel Wert legte, kostete sie am Ende vermutlich den Sieg. Dieser Meinung ist jedenfalls ihr ehemaliger Tanzpartner. Sehr schade, aber ich hatte mit Laura eine gute Zeit. Sie hätte sogar gewinnen können, aber die anderen haben am Ende mehr Gas gegeben. Verwendete Quellen: Podcast Let's Talk About Dance.